6 years ago. I've sent you the coordinates and an image of the Kytos geoglyphs. You should be able to access the images in your database. We're very interested in comparing the Kytos and Trimon patterns to each other. Unfortunately. Okay. Jetzt will ich erstmal wieder an die Station andocken, damit ich mal mein Schiff fertig machen kann. Da seht ihr dann auch gleich mal, wie das alles funktioniert und so. So, da wäre ich dann schon. Hier kann ich dann jetzt einfach auswählen, Inventar und Schiff, das passend zueinander hinschieben. Ah, stimmt, ja. Teile werden sofort ins Depot gebracht, wenn man die kriegt. So, jetzt hat mein Schiff einen Schildgenerator. Juhu. Das Reparaturteil wäre nicht schlecht. Setze ich mal hier unten auf die 5. Das Schrott, den kann ich eigentlich mal verkaufen. Ja, das bringt mir Minus. Ist genau das gleiche. Wirklich genau das gleiche. Hm, was gibt es denn noch unter Triebwerke? Das ist nicht so schnell. Hat auch mehr Masse. Das ist total schlecht. Nur, so. Ach, das ist, ist nicht so schnell, aber ist auch kein so großer Unterschied. Okay, das habe ich jetzt gerade. Das ist auf jeden Fall schlechter. Okay, das ist noch schlechter als das, was ich jetzt habe und ist für Stufe 3. Naja. Ich würde mir gerne neue Triebwerke besorgen, aber... Ja, das ist jetzt nicht wirklich besser. Ach, das nehme ich mir zweimal. So, manche Teile kann man wirklich nur einmal kaufen. Da muss man dann halt einmal kaufen, akzeptieren. Dann nochmal im Shop gehen und kann man sich nochmal kaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so beabsichtigt war oder ob das jetzt Bug-Using ist. Ich habe keine Ahnung. So, Energiewaffen. Die nehme ich mir auf jeden Fall. Good choice. Bye. You can get almost anything here. Und das gleich zweimal. So. Da das eine schwere Waffe ist, nimmt die zwei Plätze ein. Da sehen wir jetzt hier auch eine Fehlermeldung. Das heißt, ich muss jetzt hier beide Waffen auf jeder Seite rausnehmen. Die können wir übrigens auch nachher noch verkaufen. So, die nimmt jetzt hier beide Plätze ein, weil das ja halt eine schwere Waffe ist. So, Triebwerke tausche ich auch gleich mal aus. Das hier unten können wir übrigens nur machen, wenn wir eine Raketenplattform haben. Und die gibt es erst später. Nanu, warum kann ich denn... Kann ich denn die Triebwerke nicht austauschen? Ja, okay, so geht's auch. Ach ja, stimmt, Triebwerke müssen dran sein. So, wie ihr seht, sieht das Schiff jetzt auch ein bisschen anders aus. Ja, die Flügel könnte ich vielleicht noch umtauschen. So, ich habe jetzt aber nur noch 37 Credits. Und dieser Flügel, ja, der ist genauso gut, der ist schlechter, dann nehme ich lieber den hier. Der kostet mich gar nichts. Na, dann nehme ich den auch so. Ach, das bringt mir auch gar nichts. Naja. So bin ich das Zeug dann wenigstens los. Spammt mir das nicht so das Inventar voll. So, jetzt nochmal kaufen. Ist doch der gleiche, oder? Ja, ist er. Akzeptieren. Jetzt tausche ich mal eben die Flügel aus. Was hat der das jetzt? Mal eben rumdrehen, das Schiff. Yep. Und wie wir sehen, sieht mein Schiff jetzt so aus. Obwohl das wesentlich abgespeckter aussieht als vorher, hat sich jetzt ein bisschen verändert. Hier sehen wir auch nochmal die Daten, Beschleunigung, Wendigkeit.
Hier Panzerung von Energie, Explosion und normale Munitionswaffen, Mobilität und Masse allgemein, den Schub, die Höchstgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und bei jedem Fenster können wir hier natürlich noch auf Fragezeichen klicken und wir erhalten eine Info dazu. So, das lasse ich mal da drin bis Level 3. Beziehungsweise bis, Moment, was bringt mir das? Das bringt mir 0 und das bringt mir auch 0. Sehr schön. Ich werf's trotzdem weg, spawnt mir nicht so das Inventar zu. Spawnt das Inventar zu, spammt das Inventar zu, wenn schon. So, und wir haben jetzt hier wieder Auswahl an zwei Orte, wo wir hingehen. Ich glaube, ich gehe erst nach Geoglyphen. So, berechne Zielkoordinaten Geoglyphen. Das war, glaube ich, die Mission von dem Doktor, wenn ich mich recht erinnere. Und so, jetzt sehen wir auch gleich mal das neue Schiffsdesign von außen. Und nächste Cutscene. Ach, das war das. Okay, ich erinnere mich wieder. Ich will aber nicht spoilern. In den Cutscenes sieht unser Raumschiff noch genauso aus wie vorher, nicht wundern. Wenn die das wirklich nämlich so machen würden, dass das Raumschiff jedes Mal so aussieht, wie es in Wirklichkeit aussieht, dann... das wäre viel zu viel Arbeit, glaubt mal. Ich kenne mich damit ja ein bisschen aus. So, und da sind wir jetzt. Wo geht's denn jetzt hin? Habe ich schon ein Ziel? If we could prove that the Triamon geoglyphs were created by the same civilization that made the symbols on Barakaitos, it would mean that these beings were able to travel the stars and found colonies. If there really is a cultural connection between the two planets, it would be important for us to find out which geoglyphs are older, the ones on Triamon or on Kaitos. So, Navigationspunkt 1, da muss ich jetzt hin. So. Und wie wir auch oben an unserer Erfahrungsleiste sehen können, sind es nur noch etwa 60 Punkte. Das heißt etwa genau 60 Punkte bis zum Level Up. Und ja, dann kann ich neue Punkte verteilen und kann mir dann auch das neue Cockpit ans Raumschiff klatschen. So, ich fliege mal ein bisschen langsamer. Aber trotzdem halte ich noch die Taste W gedrückt. Scannen Sie die Geoglyphen. Achso, da. Da ist die erste. Scannen. Ach, macht das schon. Okay. Good heavens. That isn't the Geoglyph Field. That's the military spaceport at Kano Alta. There must have been an error during the coordinate transmission. We recorded a similar fluctuation pattern just before we lost our geoprobe. Something in the Nimbus is disrupting our transmissions. Let's hope our Thai friends in Kano Alta don't think we're spying on them and aren't pointing an orbital cannon at you right now. Hoffe ich mal. Under attack. From the surface? Jetzt hier gerade die Kanonen, die auf mich schießen. Das aussieht, kann ich ihn nicht kaputt machen. These are Thai Guardian boys. They are part of the Kano Ocean Defense System. We will try to determine their frequency and deactivate them. Okay, wo mache ich das nochmal? It worked. One of their Guardian boys has been deactivated. Überleben sie, tolle Mission. Einfach als gesagt. Another one. Nicht so einfach gesagt, so wollte ich das sagen. The next boy is down. Die Strahlen kommen von unten da, aber... Da sind doch noch Schiffe unterwegs. Wo sind die? Almost. Ups. Last one yourself,
then, you better fly away like a bat out of hell. Okay, jetzt kann ich noch meine schweren Waffen einsetzen. Was sind die? Das sind Strahlenwaffen. Die ziehen auch ordentlich das Leben ab. Und die mir auch. Here are the correct coordinates for the geoglyphs. Hurry up and get out of there before they send a squad of interceptors after you. Okay, schnell weg hier. Autopilot aktivieren, bitte. Was ich nur blöd finde an dem Spiel, selbst wenn man gesprungen ist, ein paar Sekunden danach kann man immer noch getroffen werden. Ja. Ich habe mir nämlich mal auf playmassive.de das Video dazu angesehen. Da wurde gesagt, das wurde mit Absicht so gemacht, dass man, wenn man halb tot ist, nicht einfach wegspringen kann. Die Geoglyphe ist da unten. So, scannen bitte. Hier in dem hellen Eisgebiet sieht man schön die Details. Diese Recordings sind exzellent. That's weird. There's a point where both the Barakaitos and the Triamon patterns match precisely and seem to fit together. And it looks like we stumbled across something big. Unless it's a coincidence, we need to find the connection between Barakaitos and Triamon. I suggest that you immediately come back to Earth. Okay, Verbindung wurde gerade unterbrochen und die nächste Cutscene. Yay! Ach, das war das. Okay. So, die Alien-Drohnen brechen aus dem Eis aus. Ups, ich hatte ja noch Leertaste dran. War das schon die erste? Nur die ersten sind noch nicht so ganz treffsicher. Ich auch nicht. Können die vom Glück reden. Mit dem Strahlenkampf kann ich viel besser treffen, hab ich irgendwie. Alles. Ja, da. Das ist da. So, habe ich was geplündert? Is everything okay? What happened out there? It looked like a battle from here, but who or what were you fighting? Did your ship's cameras catch anything? Sending the recordings.